Guten Abend, Leute, und weiter geht's hier mit der nächsten Sportart. Und das ist, wie gestern Abend ja schon gesagt, das Skispringen. Ja, wir haben hier insgesamt vier Goldmedaillen zu verteilen. Davon gehen drei Goldmedaillen an die Herren. Und ganz neu im Programm, das erste Mal bei Olympischen Spielen, auch ein Damenspringen, welches jetzt auch olympisch ist. Die springen allerdings auch nur von der Normalschanze. Ja, die erste Disziplin, die wir haben, ja, ist die Normalschanze. Hier haben wir natürlich, wie auch bei den anderen Disziplinen, haben wir zwei Durchgänge, die jeder Starter hinter sich bringen muss. Und ja, 2010 hat Simon Ammann die Goldmedaille geholt. Und den habe ich auch dieses Jahr im Favoritenkreis aufgenommen. Ja, dazu noch Gregor Schlierenzauer, da dieser ja in den letzten Jahren auch immer mit oben vorne dabei war. Und ja, Thomas Morgenstern, der hatte ja einen schweren Sturz. Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob der noch rechtzeitig wieder fit wird, um wirklich mit angreifen zu können. Und dann habe ich noch den Österreicher Thomas Dietert bei den Favoriten drin. Der hat ja die Vierschanzentournee relativ souverän gewonnen. Ja, einen Deutschen finden wir jetzt erstmal nicht. Also es gibt sicherlich Deutsche, die hier vielleicht eine Medaille holen können in den Einzelspringen. Aber da diese doch in diesem Winter sehr, sehr unbeständig sind, ja, sieht das, glaube ich, eher schlecht aus. Ja, dann bei den Damen gibt es eigentlich nur eine Favoritin. Das ist die Sara Takanashi aus Japan, die hier wahrscheinlich dann auch Gold holen wird. Ja, 2010 war es, wie gesagt, nicht olympisch, wurde nicht ausgetragen. Und eine Anmerkung noch, eigentlich ist die Favoritin die Sarah Hendrickson aus den USA. Da diese allerdings, ja, die Weltmeisterin, die amtierende, ist allerdings mit einem Kreuzbandriss verletzt und derzeit, ja, noch nicht sprungfähig. So, kommen wir zur Großschanze. Diese wird dann nur von den Herren gesprungen. Und die findet am 14. Februar die Qualifikation, am 15. Februar dann das eigentliche Springen. Und um 18:30 Uhr deutscher Zeit findet das statt. Hier hat auch Simon Ammann die Goldmedaille geholt. Und ja, die Favoriten sind die ähnlichen. Also so großartig sind die Unterschiede hier jetzt nicht bei den bei der Groß- und bei der Normalschanze. Von daher haben wir hier auch wieder den Schweizer Simon Ammann als Titelverteidiger. Dann Gregor Schlierenzauer, da der in den Weltcups auch immer sehr, sehr weit vorne mit dabei ist. Und der aktuelle Vierschanzenturniersieger Thomas Dietert. Aber es ist auch immer eine Formgeschichte. Ja, die letzte Disziplin, die wir hier in dieser Sportart haben, ist das Teamspringen. Hier läuft es auch eigentlich immer so. Also es gibt ein Team besteht aus vier Springern. Und jeder Springer, also erst springt Springer A von Österreich, dann Springer A von Deutschland und so weiter und so fort. Danach dann die B-Springer, C, D und dann geht es wieder von vorne los. Jeder Springer hat so zwei Durchgänge und das heißt, jedes Team kommt auf acht Springer oder auf acht Weiten, die erzielt werden. Und hier ist ganz klar weit vorne die Österreicher. Die haben auch 2010 ganz, ganz souverän gewonnen. Die Deutschen waren hier übrigens in Vancouver denn immerhin auf dem zweiten Platz, knapp vor Norwegen, aber halt auch sehr, sehr weit abgeschlagen. Von daher gibt es hier nur eine Nation und das sind die Österreicher, die hier mit ganz großer Sicherheit den Titel holen würden. Also da müssen schon ein, zwei Stürze her, wenn das nicht der Fall sein soll. Und ja, die Deutschen haben allerdings ganz gute Möglichkeiten, hinter den Österreichern denn auf den zweiten Platz zu kommen. Denn ja, die Schweizer, also Ammann ist eigentlich der einzig richtig gute Schweizer. Und die anderen Nationen, die haben nicht die Breite an Springern wie jetzt Österreich und Deutschland. Von daher tippe ich mal darauf, Österreich 1, Deutschland 2. Und damit sind, glaube ich, beide Nationen sehr gut bedient. Ja, stattfinden werden die Springen in der Ruski Gorki, in dem Skisprungzentrum in Eztosaadok. Das ist 4 Kilometer nördlich von Krasnaja Poljana, welches ja, ich glaube, 40 Kilometer, 50 Kilometer auswärts von Sotschi liegt. Und ja, ganz normal wie bei eigentlich jedem Skisprungzentrum hat man hier die beiden Schanzen, die sind direkt nebeneinander. Der Hang ist quasi somit der gleiche. Es gibt dann eine Arena für die Stadien. Und ja, so viel erstmal zum Skispringen. Ja, wir machen dann
morgen Abend weiter um 21 Uhr mit der nächsten Disziplin. Und das wird der Eisschnelllauf sein. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Gerne einen Daumen hoch, gerne einen Kommentar. Würde mich wirklich sehr freuen, was ihr auch zu meiner Einschätzung von den Medaillenrängen oder von dem Favoritenkreis sagt. Bin ich wirklich sehr interessiert. Und ja, wir sprechen uns dann wieder morgen Abend 21 Uhr mit dem Eisschnelllauf. Macht's gut, Leute. Bis dann.